Hey Leute, was geht ab? Euer PaxWinner ist am Start und willkommen zu einem weiteren Challenge-Video. Heute absolviere ich die Abbruch-Challenge. Diese hat mir nämlich der liebe Yannick vorgeschlagen. Ich kann den Kommentar jetzt einfach mal einblenden. Und ich soll halt ein Online-Spiel machen gegen einen ganz normalen Online-Spieler. Ich benutze hier mein Bundesliga-Team, das ich euch gleich vorstellen werde. Ihr könnt es jetzt schon mal anschauen. Auf jeden Fall muss ich den Gegner halt dazu bringen, abzubrechen. Und wenn ich das nicht schaffe, muss ich danach noch eine Bestrafung durchführen bzw. absolvieren. Und Leute, die Bestrafung hat es wirklich in sich. Nämlich die Bestrafung kann ich euch jetzt hier auch nochmal einblenden als Kommentar von Yannick. Nämlich, ich soll, wenn der Gegner halt nicht abbricht, bei EA anrufen und fragen, wieso ich kein Ronaldo Tots gezogen habe. Ja, das ist natürlich eine richtig geile Challenge. Ich bin mal schon gespannt, was die denn antworten. Aber mal schauen, ob ich die Challenge gewinnen kann oder nicht. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hier schnell zum Team. 4, 2, 3, 1. Und ein Bundesliga-Team habe ich schon seit Anfang von FIFA 15. Und ich kann ja auch einfach mal die Statistik von Okazaki jetzt sagen. 167 Spiele, 150 Tore. Also Shinji Okazaki, einfach mein Favorite-Stürmer da vorne. Dann haben wir noch Marco Reus, Kagawa, Robben, Gustavo, Alonso, Alaba, Boateng, so Gratis, Diekmeyer und im Tor Reyna. Und auf der Ersatzbank seht ihr Neuer und so weiter, aber ich finde Reyna irgendwie ein bisschen geiler als Neuer. Ich weiß auch nicht warum. Der hält bei mir definitiv mehr als Neuer. Also auf jeden Fall sehen wir uns jetzt wieder beim Online-Gegner und mal schauen, ob wir ihn zum Abbrechen kriegen können. So, da haben wir unseren Online-Gegner gefunden. Wir gehen einfach mal weiter und wir möchten eigentlich sehr gerne hier in unserem Deutschland-Trikot spielen. Sehr, sehr, sehr schön. 4-3-3 hat er gespielt, eine 87er Bewertung CR7 und er hat wirklich einen Cristiano Ronaldo, Suarez, Bale, Iniesta, Isco in Form, Schweinsteiger, Boateng, Diekmeyer, Ramos, Jordi Alba und im Kasten hat er Manuel Neuer. Also wird es richtig schwierig hier den Gegner halt zum Abbrechen zu bringen, aber mal schauen. Wenn ich die Challenge halt nicht schaffe, ich rufe auch gerne bei EA an. Ich bin einfach mal gespannt, was die mir antworten, wenn ich sie frage, wieso ich kein Ronaldo in dem Pack hatte. So, jetzt haben wir hier Marco Reus gegen Schweinsteiger über links. Halten wir hier an, nehmen wir Alonso mit. Alonso wieder auf Marco Reus. Und ich möchte euch mal bitten, mir wieder Challenge-Vorschläge unten in die Kommentare zu ballern. Des Weiteren noch Bestrafungsvorschläge, was ich halt machen soll, wenn ich die Challenge halt nicht gemeistert habe. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall Kagawa. Ich würde mich halt sehr darüber freuen, wenn ich wieder ein paar Vorschläge bekommen könnte. Gustavo über Dennis Diekmeyer. Diekmeyer zieht ab und wir bekommen hier einen Eckball in der 11. Spielminute, den Alaba ausführen wird. David Alaba auf Arjen Robben. Der nimmt das Ding an, der zieht ab und es gibt eine zweite Ecke. Bloß dieses Mal von der anderen Seite. Ebenfalls wieder David Alaba. Diese Ecke kommt aber normal hinein. Und Okazaki kommt nicht zum Kopfball und die Chance ist vorbei. Arjen Robben über rechts mal. Arjen Robben, Ballrolle in die Mitte, geht an Boateng da vorbei. An Boateng zieht er jetzt in die Mitte. Ein typisches Robben-Tor wäre natürlich nice, aber ein Freistoß für uns. Bitte, 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 bitte. Es gibt, jawohl, es gibt einen Freistoß für uns. Marco Reus, 24 Meter. Marco Reus, 24 Meter. Und Marco Reus erzielt hier in der 18. Spielminute das 1-0. Marco Reus, sehr, sehr nice. Wir können hier in Führung gehen. Marco Reus gegen Basti Fantasti. Reus müsste eigentlich locker, easy, schneller sein. Zack, spielen wir in die Mitte. In die Mitte auf Kagawa. Weiter auf Marco Reus wieder. Reus, Reus, Reus nach hinten auf Alaba. Alaba in die Mitte auf Shinji Kagawa. Der packt einen Berberspin aus, aber kommt da leider nicht an Schweinsteiger vorbei. Ja, ja, ist sowas von klar. Ist sowas von klar. Reyna, Mann. Mann, das gibt's doch wohl gar nicht. So ein Lacktor hier von dem Gegner. Schaut euch das an. Ich wusste gar nicht, dass man... Manchmal kloppt der Keeper halt alleine den Ball raus und dieses Mal musste ich den Torhüter steuern. Und dann habe ich nicht mehr so schnell reagiert. Und dann habe ich halt genau in die Beine von Gareth Bale gepasst. Jawohl, Gustavo, Luis Gustavo. Runter auf Okazaki. Okazaki, jawohl, Shinji Okazaki kann hier wieder den Führungstreffer erzielen in der 51. Spielminute. Steht es jetzt hier 1-2 für uns.
Nein, Luis Suarez in die Mitte mit dem Zwetti-Pass und Cristiano Ronaldo. Natürlich macht er ihn. 62. Spielminute, neuer Spielstand 2:2. Okazaki, einfach mal mit einem Longshot. Jinji Okazaki packt hier einfach mal einen Longshot aus. 75. Spielminute. Und er kann hier zum zweiten Mal uns hier in Führung schießen. Neuer Spielstand 2:3. Nein, Ronaldo. Doch, Ronaldo. Mann, das gibt's doch wohl gar nicht. Dieser CR7 kann hier schon wieder ausgleichen. 3:3. Kagawa. Shinji Kagawa macht das 3:4. Irgendwie kam das, ja, unerwartet. Wir kloppen hier nochmal die Eckfahne rum. Eigentlich einer meiner Lieblingstorjubel hier. Shinji Kagawa kann uns wieder in Führung schießen. Mann, hier. Japan Power hoch 2. Zweimal Okazaki und dann noch einmal Shinji Kagawa. Aber ich liebe diese beiden Spieler, also. Die werden niemals hier ersetzt in meinem Bundesliga-Team. Neuer Spielstand 3:4. Und da jubelt sogar Lewandowski. Und Großkreuz verzieht hier überhaupt keine Miene. Nein, bitte nicht. Ein Gegentreffer in der 90. ist immer sehr schade. So, jetzt letzter Angriff hier für uns. Eventuell nochmal das 5:3. Nein, es gibt kein 5:3 mehr. Der Gegner hat nicht abgebrochen. Wir haben aber dennoch 3:4 gewonnen. Das heißt, ich muss die Bestrafung jetzt durchziehen. Ja, ich werde jetzt gleich mal bei EA anrufen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo? Hallo? Ja, ich heiße von Elektronikarte Kunden. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Ja, hallo, ich habe mal eine Frage. Es gab ja vor kurzem das Team of the Season in FIFA, also mit den blauen Karten und so weiter. Ich denke mal, das wissen Sie. Und da habe ich halt sehr viele Packs gezogen, meine Freunde auch und so weiter. Und dann wollte ich einfach mal fragen, wieso ich da kein Ronaldo oder sowas gezogen habe. Ich glaube, da in diesen Packs kein Ronaldo oder Sie? Nee, es gab da kein Ronaldo, nee. Aber es hängt vom Glück ab, also wenn Sie Glück haben, Sie können also einen Ronaldo bekommen, aber wenn Sie kein Glück haben, also ja, Sie bekommen einen anderen. Also ist eine Glückssache, also, wie ich jetzt verstanden habe. Ja, genau. Ja, okay. Ja, leider diese Situation. Okay, also können Sie jetzt nichts machen? Nee, leider nicht. Nee, es hängt nicht von uns ab, also wir machen diese Packs nicht, also das machen nur die Spezialisten vom Studio. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich für Ihre Auskunft und dann... Okay. noch einen schönen Tag, wünsche ich. Alles klar, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Herrlich. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt hier fürs Zuschauen. Ich habe die Bestrafung gemacht. Ich habe bei EA angerufen und habe gefragt, wieso ich kein Ronaldo gezogen habe. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Haut da rein, euer PAX Trailer ist raus. Ich hoffe, die Audioqualität war hier einigermaßen in Ordnung. Und dann haut da rein, euer PAX Trailer ist raus. Tschüssikowski und ciao.